Willkommen beim letzten Vortrag am heutigen Joomla Day im Raum Regular Labs. Ich hoffe, ihr seid alle noch aufnahmebereit, denn jetzt kommt Florian Bauer mit seinem Beitrag Backend einfacher machen. Florian arbeitet auch schon lange mit Joomla, mit seiner Agentur Webfeuer.Wien arbeitet er ausschließlich mit Joomla. Bitte schön, Florian. Ja, hallo in die Runde. Ja, hat es eh schon erwähnt, ich arbeite schon sehr lange. Ich glaube, ich habe meine erste Joomla-Webseite mit 1.0.12 oder 1.0.13 gemacht. Ist schon eine Zeit her. Und man muss ja sagen, wenn man mit Joomla anfängt, es ist nicht immer alles gleich einfach und gleich logisch. Mittlerweile für mich natürlich schon, weil ich das einfach so gewohnt bin und damit mitgewachsen bin. Aber wenn man Neulingen von Joomla erzählt, dann hat man sehr oft den Eindruck, die finden das irgendwie nicht so cool. Das ist irgendwie so mühsam vieles und kennen sich nicht aus. Und WordPress ist viel besser und viel schneller oder viel moderner. Und das finde ich alles eben gar nicht. Ich liebe Joomla vor allem auch, weil man so viel konfigurieren, Overrides machen kann, ohne die Update-Sicherheit zu verlieren, weil du so viel einstellen kannst und customizen kannst, sowohl im Frontend, aber auch im Backend. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil diese Fülle an Möglichkeiten muss man irgendwie mal in den Griff kriegen und zähmen, damit auch handhabbar wird, finde ich zumindest. Und ja, wenn jetzt ein Website-Neuling, ein Kunde, der eine Website bestellt hat, das erste Mal das Frontend sieht, der neuen Webseite, dann ist alles gut und dann versucht man ihm die Einschulung zu geben und zeigt ihm mal das Backend. Und wenn man ihm das Joomla Standard Backend zeigt, dann kriegt man sehr oft irgendwie große Augen mit vielen, vielen Fragezeichen. Und ja, ich habe den Eindruck, dass einfach vor allem unerfahrene Website-Betreiber sich nicht auskennen, mit wo sie da jetzt hinklicken, und Einschulung dauert dann lange oder man muss alles dreimal erklären oder man erklärt es dann, hat das Gefühl, es rauchen die Köpfe, dann wird es 3 Wochen nicht angegriffen und dann läutet schon wieder das Telefon, hey, wo kann ich denn einen neuen Artikel einstellen? Und ja, da komme ich ins Spiel, weil ich mir halt oft gedacht habe, das muss nicht so sein. Man kann im Backend viele Optionen so konfigurieren, die Darstellung so konfigurieren, dass die Leute nur das sehen, was sie sehen müssen und sonst eigentlich nichts. Und das sorgt für viel Klarheit, und Klarheit ist eigentlich immer gut in allen Bereichen. Ich werde jetzt mal kurz meinen Schirm freigeben. Und zwar dieses Fenster hier. Und auf Präsentation gehen. So, ich hoffe, man sieht und hört das jetzt auch. Ganz kleine Bestätigung. Hat das geklappt? Dann alle, ja, okay, super. Gut, dann werden wir gleich mal so weitermachen. Ja, Backend Made Easy heißt der Vortrag. Ich fange das mit Joomla 3 an, werde sehr viel im Joomla 3 zeigen mit Screenshots, weil es eigentlich von der Logik her genauso auch auf Joomla 4 zutrifft, und zeigt dann auch noch ein bisschen die Besonderheiten von Joomla 4. Aber diesen Screen kennen wohl, glaube ich, alle von euch. Und wenn du diesen Screen jemanden zeigst, der mit Joomla noch nichts am Hut hat, dann wird er dich erstmal anschauen, was sind das alles für komische Tabellen und Streifen und wo ist da jetzt eigentlich was. Und ja, es könnte aber auch so aussehen. Und das ist doch für einen Joomla-Neuling doch irgendwie ein bisschen übersichtlich. Er hat hier 4 Buttons. Wo er in die Artikelverwaltung kommt, wo er Bilder verwalten kann. Ich habe jetzt als Beispiel noch den Joomla Event Manager, eine sehr nette Gratis-Event-Erweiterung installiert und einen schnellen Button zum Events erstellen gemacht. Er kann die Benutzer verwalten,
Ich habe dann drunter eine Infobox, wo die wichtigsten Infos nochmal kurz zusammengefasst sind. Es sind die Bildgrößen drinnen beschrieben. Es stehen nochmal so Kurzinfos da. Das kann beliebig erweitert werden. Es stehen Telefonnummer und E-Mail-Adresse von mir drinnen, falls irgendwelche Feuer am Dach ist und er mich irgendwie dringend kontaktieren muss, um die Webseite zu retten. Und vielleicht interessant für einen Admin, es werden die 5 zuletzt angemeldeten Benutzer angezeigt. Mehr muss ein Admin, der auf einer Webseite mal einfach nur mal seine Inhalte austauschen will, mehr muss der nicht sehen. Und dasselbe gibt es oben halt im Menü auch noch, weil wenn ich natürlich draufklicke auf einen von diesen Buttons, dann ist natürlich dieses Dashboard hier weg. Deswegen habe ich oben natürlich noch das Menü, um überall schnell hinzukommen. Dasselbe könnte in Joomla 4 dann so aussehen und das ist schon, finde ich, ziemlich stylisch. Also da braucht sich Joomla 4 überhaupt nicht mehr verstecken, meiner Meinung nach, vor irgendwie modernen CMS. Das kann schon durchaus so hergezeigt werden, ohne dass die Menschen große Fragezeichen vor ihren Augen stehen haben. Ja, wie funktioniert jetzt das Ganze? Das Joomla Backend, dieses Dashboard, das man hier sieht, ist aufgebaut durch Administrator-Module. Über die kommt man Erweiterung Module und dann gibt es in der linken oberen Ecke dieses Dropdown-Menü, das viele User nicht kennen, auch manche Erfahrene vielleicht nicht. Normalerweise steht da Site drinnen, da sind die Frontend-Module zu sehen. Aber wenn man auf Administrator geht, dann sieht man alle Backend-Module und die haben alle die Zugriffsebene Special. Und in der Zugriffsebene Special ist neben dem Super-Admin auch der Manager drinnen. Und wenn ich jetzt einen User anlege, der ein Administrator sein soll, also sprich, ich gebe meinem Kunden Administratorrechte und er hat die Benutzergruppe Admin, Administrator, das ist eine Untergruppe von Manager, dann sieht er auch alle Backend-Module, die auf Special sind. Ja, das ist eben, das führt zu dieser Überforderung. Und das heißt, wir wollen Module, die nur User mit der Benutzergruppe Administrator und Super-Admin, weil ich als Super-Admin möchte eigentlich auch genau das sehen, was der zusätzlich zu dem, was ich vielleicht sonst noch sehen will. Aber ich möchte zumindest mal sehen, was mein Kunde auch sieht. Und es macht Sinn, sich auf einem Browser auf der Webseite einzuloggen als Super-Admin, um das alles zu konfigurieren und einen zweiten Browser, also einmal zum Beispiel ein Firefox und einmal ein Chrome, weil damit die Session nicht geteilt wird, zwei verschiedene Browser und dort logge ich mich mit den Benutzerdaten des Admins ein, um genau sehen zu können, welche Auswirkungen hat eigentlich das, was ich als Administrator einstelle. Ich werde jetzt mal als Super-Admin in die Zugriffsebenen gehen und in die Zugriffsebene Spezial, da werde ich den Manager rausnehmen. Das heißt, da ist jetzt nur mehr Autor und Super-Benutzer drinnen, was zur Folge hat, dass mein Admin gar nichts mehr sieht. Wenn der sich jetzt einloggt in seine Webseite, dann sieht das Joomla-Backend so aus. Ziemlich nackt. Da ist eigentlich gar nichts da. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht das, was wir wollen. Das heißt, ich lege eine neue Zugriffsebene an. Ich nenne die einfach Backend und sage, wer hat da drauf Zugriff? Die Benutzergruppen Administrator, also mein Kunde und ich. Ich sehe auch, wenn ich, was ich jetzt hier gleich konfiguriere, sehe ich zusätzlich zu all dem, was ich sonst noch sehe, was Zugriffsebene Special hat, sehe ich halt jetzt auch noch das, was Zugriffsebene Backend bekommen wird. Ich werde mir ein eigenes Administrator-Menü anlegen. Es gibt, wie bei den Modulen, gibt es auch Site-Menüs und Administrator-Module, einfach in den Menüs. Und da kann man auch mit einem Dropdown wieder auf Administrator umschalten. Ich nenne das Custom-Backend-Menü. Es hat, ist im Bereich Administrator. Ich will keine Menüeinträge importieren, weil die möchte ich mir selber erstellen. Und dieses Menü lege ich mir an und ich lege mir jetzt zum Beispiel als ersten Menüpunkt in diesem Custom Admin Menü die Artikelverwaltung an. Das heißt, ich kann da auf Menüeintragstyp gehen, alle Beiträge auflisten, gehe auf Speichern. Dann muss ich mir bei den Modulen, bei den Administrator-Modulen ein Modul anlegen, das
mir dieses Custom-Backend-Menü, das ich gerade angelegt habe bei den Menüs, auch anzeigt im Backend. Das heißt, man geht wieder auf Erweiterung Module, schaltet auf Administrator, wenn man das nicht vorher schon getan hat, legt ein Modul, also Typ Menü, Administrator-Menü, wählt dann hier das anzuzeigende Menü, das eben angelegte Custom-Backend-Menü an, geht auf Speichern, beziehungsweise wählt man noch die Position auf, die Position Menü im Admin-Template und geht auf Speichern. Und wenn ich jetzt wieder in den anderen Browser wechsle, wo ich als Administrator angemeldet bin, dann sehe ich auch schon, hey, da oben ist ein Menüpunkt erschienen in der oberen Leiste. Der kann jetzt auf seine Artikel zugreifen, wenn er da drauf klickt und sieht dann Folgendes. Und das ist noch nicht ganz das, was Sinn macht, weil es fehlt ihm da oben die Leiste, mit der er neue Artikel erzeugen könnte, mit der er löschen kann und all das, was man halt da oben normalerweise so gewohnt ist. Das heißt, ich brauche bei den Administrator-Modulen auch noch die Toolbar und den Title. Und da werde ich rechts in der Spalte die Zugriffsebene ändern von Special, das, was sie vorher hatte, auf Backend. Und wenn ich das tue, dann sieht, habe ich jetzt keinen Screenshot, aber dann sieht der Administrator auch die Überschrift und die Toolbar, die er eben benötigt. Was ich als nächstes noch gerne mache, ist, ich verwende gerne den JC File Browser, der mir ein bisschen mehr Funktionen bietet als der Joomla 3 Media Manager. Ich finde einfach die Optionen und die Übersicht, die da gegeben ist, finde ich sehr, sehr praktisch. Der ist normalerweise über das Kontrollzentrum da in der Spalte zu erreichen. Ich kopiere mir die markierte URL hinaus, erzeuge einen neuen Menüeintrag im Custom-Menü, der Typ URL. Das wäre die URL dazu. Und der Administrator hätte einen Menüpunkt zum Bilder verwalten. Und wenn er den anklickt, dann passiert Folgendes. Es ist ein Fehler aufgetreten, weil nämlich ich dem Administrator erst das Recht geben muss, die Bilder zu, also den JC Media Editor auch zu verwenden. Ganz einfach in die JCI-Optionen und bei File Browser dem Administrator das Recht geben, das auch zu verwenden. Und schon hat der Administrator im Backend oben ein Menü, da steht Artikelverwaltung, wo er auf seine Artikel zugreifen kann. Dann hat er die Bilderverwaltung, wo er schnell zur Bilderverwaltung kommt und das ist doch schon mal nicht so schlecht. Genauso geht es dann weiter mit einer Eventverwaltung. Ich lege einfach in meinem Administrator-Menü einen Menüpunkt, der zu dem Joomla Event Manager führt, an. Und was ich auch noch mache hier, einen direkten Link zur Benutzerverwaltung. Ja, wenn der Administrator jetzt oben links auf das Joomla-Icon klickt und in sein Kontrollzentrum geht, dann sieht die Seite so aus, was okay ist. Er wird zumindest nicht abgelenkt von irgendwelchen unnötigen Schnickschnack. Das Menü oben in der Spalte geht aber einigermaßen verloren, wie ich finde. Und ich finde, er könnte auf der Startseite auch noch gleich die User sehen, die angeloggt sind. Das heißt, ich werde dieses Logged-in-Users-Administrator-Modul auch auf Zugriffsebene Backend setzen. Dann sieht er das gleich mal. Und dann werde ich ein eigenes Administrator-Modul machen, wo ich die Quick-Links für das Menü, für das Dashboard hineinsetze. Das heißt, ich habe hier mir einfach Icons gesucht, die als Bilder hochgeladen, verlinkt mit dem richtigen Menüpunkt und als Position cPanel gesetzt. Die cPanel-Position, das ist die große, mittige Position im Kontrollzentrum. Und ja, damit schaut das Ganze dann so aus. Also oben habe ich diese Quicklinks, drunter habe ich nochmal ein eigenes Administrator-Modul erzeugt, wo ich die wichtigsten Informationen hineingeschrieben habe. Das ist einfach ein eigenes Modul, das ich völlig frei befüllen kann. Da habe ich meinen Editor drinnen, da kann ich reinschreiben, was immer ich will. Die wichtigsten Infos, die meine Administratorin benötigen, und er hat
auf den ersten Blick alles das, was er meiner Meinung nach sehen sollte. Und wenn er mehr braucht, ist das natürlich beliebig zu erweitern. Bevor ich zu Joomla 4 komme, ihr seht es da oben noch, ich arbeite sehr, sehr gerne mit U-Theme. Ich habe da oben noch einen Schnelllink zu U-Theme gemacht, weil mich das auch immer genervt hat, dass man da immer über das Kontrollzentrum dann erst in der linken Spalte U-Theme suchen muss und dort wieder hin. Und wenn man dann irgendwo drinnen ist in einem Artikel, muss man erst wieder über das Kontrollzentrum gehen. Also ich wollte das auch gerne oben haben. Ist auch ganz einfach über die URL, die ich kopiert habe und mir als Menüpunkt in dem Administratormenü angelegt habe. Ja, in Joomla 4 geht das Ganze grundsätzlich sehr ähnlich mit ein paar Zusatzfeatures bzw. Dingen, die einfacher sind. Das Ganze hier ist jetzt auch wieder, man sieht sehr, sehr viel, was toll ist auf der einen Seite, aber halt einfach auch überfordernd sein kann. Man geht über System und dann die Administratormodule werden hier auch wieder aufgerufen und das Ganze funktioniert relativ ähnlich, außer dass ich hier noch zusätzliche Einstellungen habe, wie beim Site-Modul, das auf dem Dashboard angezeigt wird, kann ich schon hier Optionen auswählen und mir anzeigen lassen, ob ich die Module und die Beiträge und die Benutzer hier gleich am Dashboard sehen will oder nicht. Also es dieses Site-Modul, das man gleich automatisch im Dashboard sieht, hat schon Optionen, um gewisse Dinge auszublenden. Es gibt normalerweise dann am Dashboard auch noch die Option, weitere Module hinzufügen. Das will ich aber vielleicht gar nicht, dass mein Administrator das macht, weil er dann das Dashboard möglicherweise wieder befüllt mit irgendwelchen Dingen, weil er was ausprobiert und dann nicht weiß, wie er es wieder wegbekommt. Also vielleicht will ich ihm diese Option, dass er neue Module zu seinem Dashboard hinzufügt, gar nicht geben. Dann werde ich ihm einfach das Recht dazu nicht geben, indem ich auf die Module und die Berechtigungen gehe und den Administrationszugriff sperre. Dann kann der gar keine neuen Module hinzufügen, sondern er sieht das Dashboard, das ich für ihn anlege. Und wenn er was anderes will, dann soll er sich bitte bei mir melden und ich werde ihm das einrichten. Das ist hier jetzt die Ansicht, wenn man ein neues Administrator-Modul hinzufügen will, ist, finde ich, auch sehr schön aufgeräumt. Man hat die gleichen Optionen, einfach neue Admin-Module hinzuzufügen. Und wenn ich das alles wieder so abspecke, dann wird das Ganze schon relativ aufgeräumt und relativ klar. Es gibt jetzt aber noch weitere Optionen, um das Backend ein bisschen zu individualisieren. Wenn man nämlich in den Administrator-Template-Stil hineingeht, dann hat man hier Optionen wie die Farbeinstellungen, wo man die Einfärbung des ganzen Templates ändern kann, indem man diesen Schieberegler mit der Farbe verändert und ich kann die Linkfarben und dunklen Text und Textfarben und so weiter vergeben, um das zum Beispiel meiner Firmen-CI anzupassen oder an die Firmen-CI des Kunden. Das ist natürlich ganz euch überlassen, wie ihr das wollt. Ihr habt auch die Möglichkeit, eigene Logos hinzuzufügen, die dann im Backend zu sehen sind, also rechts oben in der Ecke und auch im Login-Screen, was natürlich auch sehr hübsch ist, wenn man auf den Login-Screen geht und da gleich mal das Logo sieht. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, das Backend-Template so anzupassen, um ein individuelles Erscheinungsbild, das zur Firma passt, entweder zur eigenen oder zu der des Kunden, um das einfach anzupassen. Wenn ich das mache, dann sieht das Ganze jetzt so aus und das hat jetzt mit dem ursprünglichen Joomla-Dashboard gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Ich habe dieses Custom-Admin-Menü, das ich genauso wie in Joomla 3 angelegt habe, wird mir jetzt links in der Spalte angelegt, weil ja in Joomla 4 das Menü in der Seitenleiste ist und nicht mehr oben. Aber die Mechanik, die Logik dahinter ist grundsätzlich genau die gleiche wie vorher erklärt bei Joomla 3. Ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten herzeigen, was bei U-Theme möglich ist für die Leute, die U-Theme verwenden. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, weil U-Theme ein so mächtiges Tool ist, vor allem im Zusammenspiel mit dem extrem guten Page Builder und Dynamic Content stehen da
wirklich Welten offen, was man alles machen kann, wofür man früher eigene Komponenten gebraucht hätte. Vieles lässt sich jetzt einfach wirklich mit U-Theme und Dynamic Content umsetzen. Das ist echt erstaunlich. Aber auch U-Theme hat wieder die Problematik bzw. Chance, dass man so viel konfigurieren kann und Unmengen an Einstellungsmöglichkeiten gibt, wo man sich erst durch zurechtfinden muss. Und ich will eigentlich gar nicht, dass meine Kunden in jedem Element des U-Theme Builder alles wirklich machen können, beziehungsweise will ich gewisse Voreinstellungen schon haben. Und das lässt sich auch relativ leicht in U-Theme erstellen, weil man nämlich von jedem Builder-Element einen Override im Child-Theme machen kann, indem man im Child-Theme einen Builder-Ordner anlegt und dort eine Kopie des Elements hineinzieht. Und dann kann man dort das ändern. Und ich habe zum Beispiel bei manchen Projekten habe ich die Herausforderung, dass Überschriften einen fixen gewünschten Zeilenumbruch haben sollen, weil die sollen nicht bis ganz an den Rand laufen, sondern die Designer wollen einen fixen Zeilenumbruch, dass die Zeile immer nach gewissen Worten einfach ungebrochen wird. Und das geht bei manchen Elementen nicht, weil der Titel einfach ein Textfeld ist. Da könnte ich jetzt ein Break-Tag hineinschreiben, ein HTML-Tag, Break, was aber Redakteure oder Administratoren, die von HTML keine Ahnung haben, dann mit spitzen Klammern BR, spitze Klammer zu und dann vergessen sie vielleicht irgendwo eine spitze Klammer und dann geht schon wieder alles schief. Kann auch überfordernd sein. Aber es gibt die Möglichkeit, ich kann jetzt, das war jetzt in diesem Beispiel ein Grid-Item, das heißt, ich werde ein Override vom Grid-Item machen. Ich öffne das Element JSON und da kann ich einfach bei dem Feld Title, da steht eigentlich nichts drinnen, das ist standardmäßig einfach ein Textfeld, aber wenn ich da Type Editor hineinschreibe, das speichere und die Seite neu laden ist, muss man immer, weil sonst sieht man es natürlich nicht, dann ist mein Title-Feld auf einmal ein Editor-Feld und in diesem Editor-Feld kann ich mit dem WYSIWYG-Editor Zeilenumbrüche machen, genauso wie mein Grafikdesigner mir das vorgegeben hat. Und das wäre mir sonst nur eben mit dem HTML-Tag möglich, aber auf diese Art und Weise kann ich es auch unerfahrenen Menschen, Redakteuren zur Verfügung stellen, die von HTML-Tags keine Ahnung haben wollen. Dasselbe gilt zum Beispiel auch mit den Default-Einstellungen. Ich habe hier ein Textelement, das hier unten zweispaltig ist. Das ist normalerweise einspaltig. Aber man könnte über die Einstellungen, dann muss man suchen, wo sind denn die Spalten, aha, da muss man, also es ist für ungeübte Redakteure, die verlieren sich in den Einstellungen. Aber wenn ich als Super-Admin vorgebe, dass dieses Textelement immer grundsätzlich mal zweispaltig sein soll, dann könnte ich das auch über diesen Override in dem Element.json-File erzeugen, indem ich bei den Defaults diese Einstellung vorgebe. Genauso mit den Breakpoints und also man kann eigentlich jede Einstellung, die es in diesem U-Theme-Element gibt, kann man auch auf Default setzen. Man muss sich nur halt durch dieses JSON mal durcharbeiten und schauen, was gibt es da für Optionen, was soll denn Default sein und das bei den Defaults eintragen. Ja, das war jetzt mal ein Schnelldurchlauf der Download dieser Präsentation. Den findet ihr unter diesem Link. Und ich hoffe, dass es Fragen gibt und freue mich darauf. Danke, Florian. Also, Fragen gerne auf der Bühne. Keine Fragen? Ja, ich habe das in einem sehr schnellen Durchlauf gemacht. Ich habe jetzt nur die wichtigsten oder mir wichtigsten Dinge gezeigt. Ich hoffe, es ist halbwegs nachvollziehbar gewesen, was ich da getan habe. Aber es sollte halt einfach nur mal zeigen, was grundsätzlich alles möglich ist. Aber das öffnet auch wieder einfach sehr, sehr viele Türen
und Gedanken, was man da den Kunden eigentlich zur Verfügung stellen will. Und natürlich kann man sich dann mit den Zugriffsebenen spielen. Wenn man mehrere Leute hat, die auf der Webseite arbeiten, kann man ganz unterschiedliche Dashboards den unterschiedlichen Leuten zeigen, was dann natürlich durchaus Sinn macht. Also man kann halt einfach sich da wirklich spielen. Und wenn man weiß, da sitzt jetzt jemand, der wirklich sehr ungeübt im Umgang mit Computern ist und eigentlich vor diesen ganzen Optionen dauernd nur Angst hat, irgendwo hinzuklicken und irgendwas kaputt zu machen, dann macht es Sinn, ihm vielleicht wirklich nur ein, zwei Buttons zu zeigen und sonst gar nichts. Absolut. Ja, vielen Dank für deine erhellenden Ausführungen über das variable Joomla Backend, wirklich, und U-Team. Ich möchte jetzt auf den nächsten Programmpunkt hinweisen, das ist die Giotto-Verleihung ab 18 Uhr im Raum Mittwald. Wir haben wirklich keine Kosten und Mühen, möchte ich fast sagen, gescheut. Also die Giotto-Verleihung ist heuer wirklich etwas ganz Besonderes. Nicht nur die Auswahl hat sehr viel Spaß gemacht, auch die Show selber, da brauchen die Oscars, die können einpacken, kann ich nur sagen. Genau. Vielleicht hat die Bettina eine Frage noch zu Florian. Hallo? Hallo, ich hätte gerne noch einmal den Link gesehen. Ja, ich kann ihn noch mal kurz herzeigen, einen Moment. Okay, danke. So. Ich frage mich, wie die Bettina auf die Bühne gekommen ist. So. Ist das eine Wand, oder? Sieht man den Link jetzt? Und, ja, der Link ist super. Genau, und der wird auch, ich werde den Link auch reinkopieren in die Beschreibung auf der Joomla Day Webseite, wo beim Programm ja immer Kurzinfos stehen. Ich werde den Link da auch noch reinstellen. Also man kann über die Joomla Day Webseite beim Programm, findet man den Link dann nochmal. Oh, das ist gar keine Wand da, sehe ich gerade. Super. Okay, und dann haben wir noch die Auslosung vom Gewinnspiel oder die Bekanntgabe der Gewinner unseres Gewinnspiels. Das werden wir im Anschluss an den Giotto auch noch machen. Mhm. Okay, dann sehen wir uns in Kürze. Genau, wer noch Fragen hat, ich bin sicher da noch irgendwie unterwegs in der nächsten Zeit, könnt mich gerne ansprechen zu Joomla, zu Backend, zu U-Theme, zu whatever.